Jo, hi und willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Ja, lange ist her, ne? Ich habe das Spiel nicht vergessen, nein. Und ja, wir machen jetzt einfach mal weiter, als hätte ich jetzt nicht irgendwie 2 Monate oder so Pause gemacht, ne? Wir sind in, wie heißt der Ort? Der Turm der Zahnräder, Gasverrost. Und ja, ich habe ein bisschen trainiert, das hatte ich mir noch notiert, so, weit nicht. Screen habe ich ein bisschen gelevelt und einige Sachen gelernt, zum Beispiel mit Judith auf Level 29 steigende Luna. Ich habe stiegende Luna geschrieben. Was? Dann habe ich aufgehende Luna hier 50 Mal benutzt, noch keine 50 Verwendungen. Fragezeichen aufgehende Luna, noch keine 50 Verwendungen. Habe ich mir notiert. Ich habe keine Ahnung, was ich damit gemeint habe, aber okay. Estelle hat Level 29 wieder Auferstehung gelernt. Das ist doch mal richtig gut, ne? Repeat hat auf Level 29 Dämonenhund gelernt. Wo ist das? Ja. Und Raven hat auf Level 30 rundherum gelernt. Oh. Wo ist das? Ja. Also das habe ich schon vor Monaten gehabt. Also ja, ganz aufgelevelt und so und ein bisschen gegrindet, aber ja, wie man sehen konnte, ich habe nicht viel hochgeladen von diesem Projekt. Das will ich jetzt wieder ändern und ja, wir gehen jetzt. Ich habe ja alles Mögliche, ne? Noch so Heiltränke und so müsste ich eigentlich genug haben, ne? Weiß nicht, ob ich mir irgendwie neue Sachen gekauft habe oder so, oder Sachen gelernt habe. Auf jeden Fall Sachen gelernt, wahrscheinlich. Ich glaube, das habe ich irgendwie so gemacht, dass ich die Sachen offscreen alle lerne, ne? Damit wir mal schön neue Sachen ausrüsten können und so. Ja, sieht so aus, als hätte ich alles hier gelernt. Und ja, in der letzten Folge, was ist in der letzten Folge alles passiert? Wir sind in den Turm gegangen und ich glaube, wir haben Judith und Flynn in diesem Part getroffen. Wir haben schon so ein bisschen da oben alles erkundet im Turm und ich glaube, ich habe keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, was wir machen. Ich glaube, irgendwo findet eine Schlacht statt, ne? Wir müssen die aufhalten oder irgendwie sowas. Also ja, hätte vielleicht den letzten Part irgendwie noch mal anschauen sollen oder so, um mich so aufzufrischen, aber nö, lass mal das mal. So, meine Notizen kann ich wegpacken. So, ich glaube, bis auf oben haben wir alles hier drin schon erledigt, ne? Deswegen gehen wir mal einfach ganz nach oben. Ist da eine Truhe rechts? Nee. Und ja, gucken wir mal. Und meine Nachbarn drehen gerade wieder vollkommen durch. Ja, und da ist eine Truhe. Machen wir hier schon? Ich weiß es nicht. Ich mache mal ein bisschen lauter. Ich glaube, hier drin waren wir auch schon, ne? Ja, nur. Okay, ist vielleicht gut. Ich muss mal wissen, wie das Spiel noch mal geht. Ich spiele gerade Judith. Wie man sieht. Habe ich mal einer wieder hier, weil ihre Angriffe waren und so, ne, da muss ich alles wieder reinkommen. Aber ja, ist ja nicht so, als spielen wir auf höchsten Schwierigkeitsgrad oder so, ne? Und ja, einige Boss waren bisher richtig knüppelhart oder so, ne, ist ja nicht so. Ich habe ja noch den, ja, schwer. So. Ja, hier haben wir, glaube ich, mal was aktiviert, ne? Okay, hier muss ich sogar was machen. Ich habe einfach nur auf gut Glück darauf geschossen. Ist noch so ein Ding. Was hat nicht unter mir? Ne, über mir. Okay. Okay. Ich habe jetzt einfach auf gut Glück auf die Dinger geschossen. Muss gar nicht mehr, dass ich da irgendwas machen muss. Man scheint schon, da ist keins mehr. So, warum ist da? Habe ich da schon geschossen? Gott verdammt. Na komm. Na, ich spiele immer noch Judith. Ja, beim Überraschung. Wow, wie tut man noch mal Dings einsetzen? Überlimit, da. Und dann kann man unendlich angreifen, genau.
Ich muss alles wieder ein bisschen so reinkommen, okay? Das Spiel auch mal weitermachen, ja, ne? Ich meine, schon ein neues Tales of Spiel angekündigt, wenn der E3 Tales of the Arise oder Tales of Arise irgendwie so, ne? Ich gucke hier immer noch mit dem Spiel rum, weil ich sie schon bestimmt vor einem Monat oder so hätte abschließen können. Also ja, machen wir das doch mal. Nehmen wir jetzt gerade nichts mit dem M-Master auf. Eigentlich habe ich genug Zeit. Ich habe eigentlich nicht weitergemacht, weil ja jetzt, oh Gott, jetzt nicht sagen, hat er mich abgehalten hat davon, aber ja, weiß ich nicht, so ein bisschen. Also ich habe noch genug Sachen hier diesen Kanal. Kingdom Hearts 3 muss ich auch noch irgendwie, weil ich, da hatte ich auch noch ein letztes Video vor, aber ja, das kommt irgendwann mal. Erstmal will ich hier mal weitermachen, weil irgendwann kommen auch einige Sachen, die ich gerne. Oh, Klopfen des Sensenmanns. Boah, also unsere TP sind schon wieder weg. Okay, kann sein Hammer aufladen. Verdammt, ich habe keinen, ich habe keine Sachen hier. Ich nehme an, ich habe die Sachen, die kochen Sachen hier alle ausgerüstet, wie ich haben will, ne? Genau, hier haben wir noch ein Ding. Wer baut so was? Warum sollte man ein Zahnrad bauen, das irgendwie eine Brücke zum anderen Zahnrad freigibt, wenn man abschießen muss? Was ist denn das für ein Sinn? Ist da irgendwas? Muss ich mal abschießen? Hier ist nichts. Wir sind ein bisschen weiterkommen. Ich glaube, stark genug sind wir. Hoffentlich halbwegs. So, boom, boom. Okay. Heiliges Gewand. Zeig mal. Haben wir schon, okay. Ja, kann ich nicht abknallen? Du besser. Du bist doch absichtlich auf mich losgegangen, oder? Jetzt kann ja viele Angriffe in der Luft einsetzen, aber man muss mal denken, ne? Warte mal. Ich habe noch alles irgendwie so halbwegs eingestellt. Formation. Oh, hallo. Okay. Warum sehe ich jetzt erst, dass wir so was hier haben? Oh, da, das wollte ich machen. Aktion 57% verwenden, das glaube ich alles okay. Naja, ich dachte, ich habe das noch irgendwie von meiner Trainingssession auf Screen eingestellt, die vor ein paar Monaten war. Also ja, boah, ich hab mich einfach ins Gesicht, Mann. Oh, noch mal, setz den Angriff ein. Oh, komm her. Komm her. Springen. Warum kann ich nicht springen? So. Naja, ich hab's vergessen. Die Gegner flüchten vor allem. Oder ignorieren einen oder irgendwie so weit. Ich habe da mal irgendwann gegoogelt und anscheinend bin ich nicht der Einzige, der dieses Problem hat mit dem Spiel. Also es scheint irgendwie eine Game-Mechanik zu sein. Macht aber irgendwie keinen Sinn, wenn er mich fragt. Na gut, dann an. Das ist so schwachsinnig, ey. Wenn ich hab Bock, hier jeden Gegner hinterher zu rennen. Aber einige Sachen ändern sich nicht, ne?
Weil da ist auch nicht mal eine Befriedigung, den zu erledigen dadurch, ey. Oh, kommst du mal her? Oh, das hat nervig. Okay. Kann dadurch nicht durchschießen, ehrlich. Das hat volle Möhre getroffen. Okay. Ich will eine Brücke bauen. Ist hier irgendwas? Da ist doch irgendwas. Ne, ne, da sieht aber auch nichts aus. Jetzt kann ich da hin. Hi. So. Ach, das. Okay. Nein, boah. Ich möchte nicht gegen die ganzen Gegner hier kämpfen, ey. Oh, er lernt. Irgendeine Formel. Einige andere Sachen hier einsetzen. Ey, schon immer zwei von diesen Dingern. Warte mal, Rita immer noch. Ja, keine Ahnung, ich habe dann haben alle anderen wahrscheinlich schon über 50 Benutzungen, ne? Ich habe keine Ahnung, so habe ich das irgendwie gemacht, ne? Ja, Feuerball kann sich ja hochleveln, also je öfter ich das einsetze, desto mehr Feuerbälle werden geschossen, ne? Wer hat schon irgendwie was nachgedacht haben, als ich das eingestellt habe. Wo? Da, nee, boah. Wo hab ich jetzt eine Brücke hergestellt? Also bei der fette Klos. Da komme ich nicht vorbei. Oh. Ah, na warte du. Mit echt keine Lust gegen euch zu kämpfen. Oh, komm mal. Oh, da hätte ich R2 drücken müssen. Oh. Hat die ganze Zeit R2 gemasht, ne? Aber wenn ich das nicht drücke, dann geht er natürlich. Dann kommt sowas. Ja, oh, jetzt rennt die da hinten auch schon. Ja, okay, die ist eine Magierin, die muss weit weg gehen, aber oh, boom. Oh, geil. Hast du den gesehen? Gibt man da nicht irgendwie mehr Erfahrungspunkte oder so? Weil das macht. Ja. Kann mal einer sagen, warum wir diesen Turm hier mit Energie füllen müssen? Weil storymäßig habe ich jetzt gar keine Ahnung mehr, was los ist. Ja, warte mal, wir wurden irgendwie gefangen genommen, ne? Wir haben diesen einen Typen, der irgendwie keine Ahnung, er hat irgendwie so einen Typen verfolgt mit Yuri und er wurde dann gefangen genommen und dann kam Judith, hat ihn gerettet, welche sich herausschließte, war dieser Drachenritter, der uns die ganze Zeit verfolgt hat. Und ja, jetzt sind wir hier, genau. Und Flynn ist hier, weil er, glaube ich, uns hinterher geritten ist, ne? Nehme ich an. Nein, geh weg. Seht ihr, langsam kommt alles zurück. Warum ist jetzt da eine Brücke, wenn ich von hier aus das Ding schon abschließen kann? Keine Ahnung. Truhe gibt Stachelammer, ist aber neues.
So ein neues Haar. Art Power Attacke, Reflexion, cool. Weiß ich mal, so schön, was Neues hier zu bekommen, was Neues zum Spielen und zum Naschen. Möglich den Speicher von Angriff für offensive Arts. Power Attacken muss aktiviert sein. Okay, und Reflexion. Eine bestimmte Menge Schaden aus einem Angriff zurück. Cool. Ja, ich kann auch von hier aus abschießen. Mochte ich gar nicht, Brücke. Ja, jetzt können ein paar Gegner kommen. Jetzt habe ich wieder Sachen zu lernen. Dreck. Da ist auch schon einer. Ist auch noch ein Zahnrad. Weg. Fass mich nicht an. Langsam müsste sich euch jetzt hier mal jedes Zahnrad drehen, oder? Was habe ich jetzt gemacht? Er hat nichts gemerkt. Oh, was ist hier unten? Oh, jetzt ist da ein Zahnrad. Boom. So. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich immer die Parts gemacht habe. Halbe Stunde, 45 Minuten. Irgendwie so was, ne? Oh Gott, verdammt. Ey. Bin aus wie abgeschossen. Mond. Geheimnisvoll, so gleich, so wie der Mond. Champagner, was? Champagner tut doch nicht weh. Körperlich. Oh, du. Ungefähr sehr. Haben wir mal einen Sprintangriff. Geh mal da ein. Ich habe es mir anders überlegt. Geh da ein. Ehrlich. Geh weg von mir. Dann ist auf die los. Oder jemand anderen. Wahrscheinlich lebt da noch jemand. Ich höre nur, wie Carol und die anderen irgendwie angegriffen werden. Okay. Na. So, ach ja, da. So, so ein Haltspeicherpunkt wäre jetzt nicht schlecht. Allgemein auch gut. Weil ich habe echt keine Lust, wenn irgendwie, weil nicht. Wenn irgendwann ein Boss kommt, ich muss das alles noch mal machen, ne? Boah, ja. Oh, ich habe den noch abgeschossen. Bin noch betäubt, ja, geil. Ja, voll der gute Spieler bin ich, ne? Na, du. Ich hab doch abgewehrt, aber nicht dreimal. Und dann ist er. Soll nicht vor unseren Gegnern verbeugen, die müssen sich vor uns verbeugen. Da, mit den Roten gestochen. Ja. Ich habe keine TP. Penetriert. Also auf mich gerichtet, hallo. Pass mal auf, Estelle. Okay. Sag mal, greift ihr überhaupt auch an? Wie gehst du denn ja schon wieder los? Komm, wir fängst auf mich los, ey. Eine sehr attraktive Lady verfolgt dich. Da rennt man nicht weg. Da rennt man entgegen. Gibt ihr einen Body Slam. Ich meine. Keine Ahnung, wo soll ich wissen, wenn man in so eine Situation macht. So. Da bist du der Bewacher der Truhen. Zitronengummi. Und ja, okay. Oh, machen wir dich auch platt. Und deine Kollegen. Ich nehme an, gleich kommt irgendwie ein Boss oder so, ne?
weiß nicht. Habe ich nur einfach so ein Gefühl. Man weiß ja nie. Das Spiel ist übrigens blind. Ne? Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Und das nehme ich mal, wusste der ja, ne? Voll mit dem riesen Morgenstern. Ich frage mich, wie die ultimativen Waffen hier aussehen im Spiel und ob ich sie auch benutzen kann, bevor ich irgendwie einen optionalen Boss oder so erledigen muss, weil sowas hasse ich, ey, in Tales of spielen. Mein Tales of the Abyss, so, das ist erst den stärksten optionalen Boss des Spiels erledigen und dann erst konntest du deine ultimativen Waffen mehr oder weniger sinnvoll einsetzen. Ich meine, das macht ja total Sinn, ne? Ich meine, alle Level 30. Ich meine, das macht total Sinn, ne? Ich meine, ich hätte ja nicht irgendwie die ultimativen Waffen gebrauchen können in dem ultimativen Bosskampf oder so, ne? Also ja. Zitronengummi, was macht das nochmal? KP. Nö. Obwohl, ich kriege ja jetzt einen, also ist ja kein Grund, hier nicht einzusetzen. So, neuer Bogen. Hoffe ich. Yay. Erfahrungsanteil, Objektwerfer und Jäger. Jäger. In dem Kampf gegen Luftgegner, die Angriffsschlagung mindert den erlittenen Schaden. Oh, cool. Ja, das ist auch gut. Gewinne Bonuserfahrung, ohne am Kampf teilzunehmen. Okay. So. Das sieht nicht gut aus, so von den AP und so. So, ich tue jetzt einfach mal speichern und mich nicht heilen TP-mäßig und hoffe, darum sehe ich doch noch immer noch Gegner. Okay, gut, gut, dass ich mich noch nicht geheilt habe. Jetzt geht hier noch weiter. Helle Bade, aber mit ihr hatten wir noch gar keine EA-Kraft. Das Spiel ist doch von Bandai Namco, nicht EA. So, hier, mein Gott. Erhöht Wirkung von Angriffen mit explosiven Arts. Erhöht die magische Verteidigung. Erhöht magische Verteidigung, wenn man mit einem Speer ausgerüstet ist. Also kann sie noch was anderes ausrüsten. Okay. Also wie Yuri mit Schwerter und Äxte oder was? Kriegersymbol. Ich kriege echt gute Sachen zum Ausrüsten. Wieso für Kriegersymbol? Angriffskraft, ne? Hier. Mit dem physischen Angriff. Ja, komm. Na, fahren. Jetzt haben sie hier noch kacke 32 Gegner eingestellt, ey. Wahrscheinlich kommt jetzt hier irgendwie ein Boss oder so, ne? Ach, müssen wir jetzt gegen ihn kämpfen? もしかしてあの件にハマってる子はアクエブラスティアの。いや、間違いない。暴挙者のバカどもがカプアノール、ダングエスト、ついにガスフォロストまで今々しい小僧どもめ。バリバス、ここまでです。潔く爆に着きなさい。 間もなく騎士団も来る。これ以上の抵抗は無駄だ。そう、もうあんた終わりよ。まだ終わりではない。10年の歳月を費やしたこの大牢獄ガスファルストがあれば、わしの野望は消えぬ。あの男と帝国を利用して作り上げたこのブラスティアがあればな。あの男。 オッケー。下町のコアをくだらねえことに使いやがって。くだらなくなどないわ。これでホワイトホースを消し、わしがギルドの頂点に立つ。ギルドの後は帝国だ。この力さえあれば、世界はわしのものになるのだ。
Diese Waffe erinnert mich an irgendwann. Ich weiß nur nicht an was. Ja, du machst ja alles kaputt. Was da? Ja, so viel dazu. Der Ding überladen oder was? Den Typen haben wir schon mal gesehen. あいつ。いた。今よそ見すんな。こ。貧弱な。形勢逆転だな。探し知恵とブラスターで売る力など、まがいものにすぎん。 所詮最後に頼れるのは己の力のみだったな。さあ、お前ら剣を取れ。あちゃ、力によった分、さっきまでの方が扱いやすかったのに。開き直ったバカほど扱いにくいものはないわね。ホワイトホースに並ぶつわもの、ゴーランのバルブスと呼ばれたわしの力と。 Alter, sie sagt nicht der Typ, von dem auf das wir bekommen haben mit Yuri. Okay, endlich. Diese Bösewichte, die immer nur so Zeit ausschinden müssen. Ey, was? Wie bitte? Wie viele Leute sind da gerade gekommen? Jetzt mach mal halblang, du, ey. Lass mich gefällig erstmal, ja, dich analysieren. Wo ist er denn dahin gelandet, ey? Okay, Level 30, wir sind auch Level 30, das ist doch perfekt. Wir können zusammen Level 30 sein. So, oh Gott, wie war das nochmal? Irgendwie konnte man noch was machen, ne? ja, den Gewinner, boah, wie macht man das nochmal? Muss man gedrückt halten, ne? Super, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Da muss ich mal testen irgendwann, wenn wir nicht gerade in einem Bosskampf sind. Ich mach mal die ganzen Minions hier kaputt, ne? Und gib mir mal TP zurück. Das wäre vielleicht auch gut. Ja, du. Was hat denn? Oh, glaube ich verstehe. Mal kaputt machen, damit ja keine Leute mehr kommen oder was? Na, kann ich gar nicht. Kann mich mal jemand heilen? Estelle? Oh. Boah, geht der mal weg? Soll sich verarschen? Ist nicht, geht er die ganze Zeit auf Estelle los? Ja, auf den Arm nehmen, ey. Oh Gott. Ah, okay. Ich sehe schon, wo ist das nächste Ding? Na. Geh mal weg, Alter.
So, ich will dich auch gerne treffen, geht aber nicht. Ja, du bist weg, ey. Ich gehe mal weg von dem. Der ist mir zu. Okay, der war gut. Au. Okay. Hat er überhaupt was gebracht? Nee, ne? Da war doch gar nichts eigentlich. Boah, könnt ihr mal weggehen, ne? So, du. Lass mich in Ruhe. Und du auch. Mir ist ein bisschen zu viel Magie, ja, wenn du mich fragst. Meine anderen Leute hier aber auch nichts tot kriegen, ne? Warum sind hier immer noch so viele Gegner, ey? Habt ihr ja schon die ganzen Brücken alle kaputt gemacht. Aua. Ja, Carol, hau du mal mit dem Hammer da drauf, das wäre gut. Oh gut, sehr gut. Warte, wenn ich mit dem Ding an ihr fertig bin. Oh, gut gemacht. Toll. Okay, da war so eine Bonusanforderung. Der war jetzt auch nicht so schwer herauszufinden, Dinger kaputt zu machen. Ne? So, jetzt nur noch. Estelle hängt da fest. Estelle, was machst du? Ja, wir sind nicht sicher. Habe ich so ein Gefühl. Aua. Oh, fliegt doch nicht so weit nach oben. Aua. Ich wollte am Überlimit. Warum werde ich denn da noch gestunt? Alter. Au. So, bist nur noch du übrig? Ja, gut. Hör auf damit. Alter, der Typ macht so Schaden, ey. Der hat sich voll auf die drauf gewalzt. Geh mal weg. Sein Überlevel ist aber ganz schön lange aktiv. Also wir kämpfen in der Luft, genau. Da kenne ich mich aus. Oh, ich kann gar nicht den einen Angriff machen mit dem Mond. Verschnitt, ich krieg den nicht. Ich bin überhaupt schon, Alter, landen der noch. Kann ich auf andere? Ja, nee, kann ich nicht. Ja, nee, nicht Zitronengummi. Boah. Bleibst du hier? Weiß wieder wieder einen Kilometer weg. So, wo sind meine ganzen Dingens hier? Meine unten und oben. Okay, ich muss mal gucken, wie das nochmal funktioniert, okay? Gibt uns aber auch hier auf die Fresse, ey. Und das Zell hängt schon wieder fest und ich kann schon wieder nicht links einsetzen. Oh, da kann ich R2 drücken. Oh,
Oh, du fettes Stück. Geh weg. Ich bin gerade erst wieder aufgestanden. Du warst in der Luft, Mann. Au. So, komm auf mich los. Danke. Ich war einfach, bis du dein Ding fertig hast. Komm auf mich los. Alter, dieser Angriff, ne? Hör auf damit. Ich habe nicht mal so viele Tränke des Lebens, Alter. Ja, warte mal. Der kann doch jetzt auch Verstehung. Alter! Oh. Stell, du musst uns ja alle heilen. Geh weg! Der Kampf fing so gut an, ey. Kann irgendjemand... Dreck. Kannst du Digga werfen? Nein, aber Repeat kann. Nein, was? Warum nicht? Ey, dieser Angriff geht mir so auf die Nüsse. Ich kann nichts dagegen machen. Oh. Und die Hälfte haben wir schon. Einfach den, aber mache ich ja eigentlich. So, R2. Habe ich damit getroffen überhaupt? Habe ich auch gar nicht damit getroffen. Geil. Au. Stell, geh bitte weg. Ich brauche dich zum Heilen. Oh, danke. Ja, ich will, glaube ich, ein bisschen weiter weg. Danke. Er hat schon die Hälfte, ja, weg. Komm schon. Au. Ja, komm. Boom. Boom. Aber mit den High Heel hier. Carol hat ihn einfach in die übergezogen. Ich weiß nicht, dass dieser Angriff ein bisschen übertrieben ist. Hier. Nein, ehrlich. Oh, willst du mich eigentlich verarschen? Oh. Ja, da wird nichts. Komm schon, die Tränke des Lebens, die werden noch reichen. Ja, danke. Jetzt habe ich mich schon selber wieder belebt. Gibt's doch einfach nicht, ey. Also mal ein bisschen Schaden hier reingrauen. Oh, warte, wenn du fertig bist, ne? Ich habe noch nie so schwere Bosse in Tales of Spiel gesehen. Hey, au! Oh, ich bin weg. Ich hab gesagt, ich bin weg. Oh. Nein, ich mich wieder treffen. Jetzt Carol, bitte. Oh, du bist gleich dran, ey. Oh, ich verarschen.
Ja, Carol ist irgendwie tot fast, also Stell, bitte heilen. Diese Angel, ich hasse irgendwie die Pest, ey. Oh gut. Ja, und er greift jetzt wieder direkt an. So, na warte. So, kannst du mich jetzt einmal nicht aus diesem Modus hier raushauen? Das wäre richtig geil. Oh, ich konnte wieder R2 drücken, habe ich natürlich nicht. Und Stich. Alter. Ich glaube, Repeat hat irgendwas gestohlen auch. Einmal ist auch noch geschlossen. Jetzt ein Sandwich. Seite ist Gemors. Schlagring, blauer Talisman. Okay. Alter, der Kampf. ね、なるほど。では、おとなしく。ね、知ってんね。俺があんな爺さんになるってか。そっとしない話だな。ああ。貴様はいずれ世界に大きな敵を作る。あのドンのように。そして世界に食い潰される。悔やみ、嘆き、絶望した貴様がやってくるのを先に地獄で待つとしよう。 Und da war er hin. Man weiß, der ist so bedrückt. Der war doch böse. So, was nun? Mattage. Koa ga buji de yokatta ze. Akue Blastia no Koa tte sonna ni chiisai mono datta desu ne. Sate, Koa mo torimodoshita shi. Kore de ikken rakuchaku da ne. Demo バルボスを捕まえることができませんでした。What's Raven?それだけが悔やまれます。何言ってんの?あんな悪人死んで。それにまだ一件落着には早い。ああ、こいつがちゃんと動くかどうか確認しないと。ブラスティアのコアはそんなに簡単に壊れないわよ。ふーん、そうなんだ。 知ってた、レイブン。またあのおっさんは本当に自分勝手ね。人それぞれでいいんじゃない。ダングレストに帰ったんだろ。会いたきゃ会えるさ。僕も一足先に戻る。部下に仕事を押し付けたままだから、エステリーゼ様も どうか私とご一緒に。私もう少しみんなと一緒にいてはいけませんか。聞き分けのない姫さんの面倒はもう少しこっちで見てやるよ。その方がそっちも楽だろう。責任持ってダングレストには送り届けるから。わかった。その代わり絶対に間違いのないように頼む。 寄り道もダメだ。いいね。わかった、わかった。では、エステリーゼ様、ダングレストで。ありがとう、フレ。浮かない顔して、どうかしましたか?いや、まだ出てっきの野郎をぶん殴ってねえと思ってさ。ブラスティアのコアは戻ったんだからいいんじゃないの?そんなコソ泥なんて。
それもそうだな。どっかで会ったら絶対にぶん殴るけど、地獄で待ってるか。嫌なこと言うぜ。ほらほら、いい加減ダングレストに戻ろうよ。じゃあ。私はここでお別れね。Mein Gott, alle verlassen sie uns. 相棒？誰です？それ。ここからは別行動。お互いの行動に干渉はなしね。そっか。じゃあな。ええ。Aquia, Blastia Kern.Du hast dich von Raven, Judith und Flynn getrennt. Das ist schon mal sehr blöde. Fortschritt bisher in Speichern. Okay. Wenn mir das schon angeboten wird, ne? Ja, machen wir das mal. Speichern beenden. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge weiter, ne? Ich nehme an, hier kommt noch irgendwie was oder so, ne? Also ja. So würde ich mich ja nicht fragen. Willst du speichern?Gut, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Bitte hinterlasst ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Wäre sehr lieb von euch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski.